So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Von wem ist das? Jonas? Jonas, was schickst du mir? Oh Mann, Jonas. So, nach dem Intro zurück. Heute machen wir mal ein kleines Speed-Unboxing hier wieder auf dem Balkon. Und ich habe heute auch einen Gast dabei. Und der Gast ist? Samira Pyro. Wann machst denn du eigentlich mal wieder ein Video? Ja. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, das ist natürlich nicht von Feuerwerkland. Ich habe natürlich nur sehr gezielt gute Werbung gemacht, oder Samira? Das ist gute Werbung, oder? Also ich wollte nicht die Adresse über, also, ne? Ja, natürlich ist das ein Paket von dem lieben Bro von mir, dem Dejan, den Dejan, ich nenne ihn immer Dejan, Dejan Pyro. Ich habe ihn auch auf jeden Fall verlinkt. Ich habe den auch was geschickt. Er wird wahrscheinlich kein Video gemacht haben, weil er faul ist. Ja. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Hier, mach das mal auf. Ja, reiß einfach mal so oben. Ja, weiter. Ich hab's ja. Schneller. Ja, oh, schon zu viel. Oh, nein. Nein. Okay. Ja, ich wollte eigentlich Samira was rausnehmen lassen, aber na egal. Okay. Ja, als erstes guckt uns hier so ein Brief entgegen. Was steht da drauf? Kannst du es lesen? Ich kann es lesen. Ich kann es. Lass es krachen. Lass es krachen. Mit einem Feuervogel. Oh, jetzt wird's richtig krass. Oh Gott. Habe noch ein bisschen Gratis-Stuff rein. Wünsche dir viel Spaß. Wünsche dir viel Spaß damit. Liebe pyromantische Grüße, dein Dejan Pyro. Ich war gar nicht drauf gefilmt. Jetzt aber, hier. Ist schon mal voll süß. Voll die süße Schrift ist das. Komm, nimm mal einen Artikel raus hier. Nimm mal. Ah, okay. Was wird das sein? Ah, ich bin sehr gespannt. Natürlich sehr sexy, wie du hier aussiehst, hier mit dem, ne, und da Füße, aber nein. Oh! Film nicht meine Füße. Das ist zu spät. Fußfetischisten. Oh, das ist ja geil. Ja, was ist es denn? Lies mal vor. Was steht da drauf? Was ist das? Schwingcracker. Darf ich dein Gesicht filmen? Nein. Also Premium. Nein. Okay, ich filme dich, denke sie. Das ist schon mal richtig süß. Also, das hier sind Schwingcracker von BVD. Steht es auch irgendwo hier unten? Ich glaube, das steht ja gar nicht drauf. Auf jeden Fall hier oben noch schön mit einem Red Lantern Logo. Das ist was richtig Schönes und hier bedanke ich mich schon, weil ich die selber noch nicht habe. Dann machen wir hier weiter. Haben wir einen. Das ist ein schöner Aufkleber eigentlich. Ne? Ja, explosiv. Explosiv. Ja, das ist so gefährlich, das kann sogar meiner Schwester hier auf die Schulter so. Oh, Vorsicht. Shit. Gefährlich. Gefährlich. Ich hoffe, der Ton passt überhaupt. Das Mikrofon sieht richtig lustig aus. So, komm, nächster Artikel, Samira. Ja. Alter Schwede. Also ich glaube, da ist was. Alter. Oh! Was haben wir. Nein, stopp! Was haben wir hier? Was ist das denn? Ist das etwa ein China Burler D von Comet? Aktuell. 1,5 Gramm. Das ist schon ganz schön was. Was haben wir denn? Ui. Was ist das? Eins. Flattermann. Das ist eins Flattermann. von welcher Firma ist der her? Von der Neisigkeit her. Ja, von welcher Firma steht da? Mhm. Lest das mal vor. Hä? Von? Feiste. Es ist immer wieder schön, mit der Schwester Videos zu machen. Dann haben wir hier eine Pirouette. Von, ich denke mal, Moog Nico. Aber es ist nur noch Nico. Ich dachte, das ist Moog Nico, Mann. Das ist doch ein Knallkörper. Das Video ist so weird, oh mein Gott. Naja, noch ein Knallkörper ist hier drin. Das ist ja geil. Nein, wie geil ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass du da bestellt hast. Das ist auf jeden Fall ein Aufkleber von The Pyro Freak. Warte mal, heißt der The Pyro Freak? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall gucke ich mal und ich verlinke ihn euch. Entweder kommt er hier oben in der Infobubble reingebabbelt. Was ist das hier, Samira? Das ist eine Pirouette. Sie versucht hier mit aller Mühe und Würde diesen. Naja, okay. Oh, und das Paket ist schon leer, Tatsache. Oh. Aber ich denke mal, ich mache da jetzt nicht noch eine Gesamtübersicht, weil ihr seht es ja hier. Aber es ist richtig, also es ist ein richtig schöner Inhalt. So ein richtig schönes
Naja, zwischendurch Video mal wieder. Geht schon über 5 Minuten, also 4 Minuten gerade zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ich finde es schön. Ne? Samira, wie findest du es so? Ja, so eine tolle Knallkörper. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall an dich, mein lieber Freund. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein Stückchen länger, also wurde das mal Zeit, dass man hier so ein bisschen, ne, komisches Video immer noch. Ich finde gerade meine Kommentierfähigkeiten sehr komisch. Ah. Wahrscheinlich, weil meine Schwester neben mir steht und ich gerade da stehe wie so eine Diva. Ich überlege gerade, ob ich mich nochmal zeigen soll, mache ich aber nicht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Haut rein und...